Schon kurios. Naja. Vielleicht macht mir das einfach Appetit, das Spiel. Appetit auf mehr. Mehr Minecraft. Viel mehr Minecraft. So. Aber mit der Etage ist es natürlich normalerweise nicht gegessen. Ich bin mir natürlich immer noch sehr unsicher. Hm. Ja gut, allein durch die Steinsachen, was man da alles braucht. Holz, natürlich dasselbe. Die ganzen Holzerzeugnisse. Naja. Es wird schon ein bisschen was dauern, bis wir hier wirklich alles zusammengefriemelt haben. Und auch wirklich hier alles rangemacht haben. Vor allem allein beim Essen ist ein Haufen Zeug zu machen. Muss man so gesagt haben einfach. Um euch einfach vorzubahnen. Ich will ja nicht hier ohne Warnung arbeiten. So. Dann haben wir die soweit schon mal fertig. Sieht doch ordentlich aus. Dann brauchen wir nur noch Eichenholzbretter. Und natürlich den Lehm. Den Lehm. Weil die Ziegelsteine sollten hier schon hier komplett hier verlegt sein. Soll ja doch anständig aussehen. Bin ich mal fair dafür, hä? So, ab dafür. Hier durch. Durch. So. Wieso fehlen hier zwei Blumen? Ach, Menno. Was soll der Scheiß? Wieso fehlen da zwei Blumen? Ich kann doch nicht angehen. Hat mit ihm mal wieder jemand geklaut. So. Und jetzt darf ich mir echt angewöhnen, hier immer sofort zu enchanten, wenn ich genug Zeug beisammen habe. Um vielleicht doch was zusammenzukriegen. Was Anständiges. Huch, ich kotze hier den Stein schon wieder aus. Ja, mit 28 komme ich hier nicht wirklich weiter. Muss ich offen und ehrlich zugeben. Nee, mein Essen. Meins. Meins. Ach, scheiße, nochmal eins. Oh, Menno. Oh, Menno. Allein Pflastersteine. Achso, nee, die kann ich ja dann verbraten zu dem nächsten Erzeugnisgut. Hier auch natürlich alles zusammenkriegen. Birkenholzstufen. Birkenholzstufen sind aber nicht die, die ich brauche, oder? Nee, die sind zu hell. Scheiße. Wieso habe ich Birkenholzstufen? Ich brauche Eichenholzstufen. Da haben wir noch welche. So, hier ist ein Zombie-Gehirnerin. Wieso auch immer? Was soll's? Samen kann ich hier reinpacken. Braucht kein Mensch fürs Erste. Hier haben wir noch ein paar Ziegel. So ist ja nicht. Sogar solche haben wir noch. Ein bisschen was haben wir schon. Sand ist auch kurios verteilt. Die könnte ich auch noch fürs Erste mitnehmen. Können wir ein bisschen faken. Ein bisschen. Redstone, Schleimbälle. Alter, ich muss mal echt ins Gedächtnis rufen, was es nicht alles so gibt. Eisenerz dürfte ich auch mal schmelzen. Sieht so aus. Nehme ich gleich mal mit. Wird gleich mal eingeschmolzen. So, noch ein Stack Kohle mitgenommen. Soll ja alles gut versorgt sein. Mit Kohle. So. Hier kommt was drin. Hier kommt auch was drin. So. 11 Stück dürften reichen. So, hier nochmal Eisen. So, 17 Stück reichen hier. So, hier nochmal draufgelegt. Wieso ist hier überall nur so wenig Kohle drin? So, dürfte reichen. Jetzt dürfte der letzte Ofen auch noch fertig werden. Damit ich auch das ganze Eisen eingeschmolzen bekomme. So, die Kohle kann ich schon mal reinlegen. Wäre nicht so verkehrt. So, ein Stück Lehm noch. Dann sind wir hier fertig. Fertig sind wir dann. Fertig. Oh, Menno. So. Dann ist das auch soweit fertig. Dann nehmen wir das Zeug raus. Machen wir uns noch ein paar Ziegelchen. Viel werden es nicht, ist klar. Oh, Menno. Vielleicht habe ich ja doch noch ein paar Ziegel hier rumliegen, hier rumfliegen. Och nö. So, hier nicht. Hier genauso wenig.
Ich habe nur 4 Lehmbatzen. Natürlich dann auch unpraktisch für das Zeug. Oh, Menno. Was soll der Terz? So, mal gucken, wie weit das ich komme. Vor allem auch mit der Decke. Aber erstmal machen wir hier den Boden soweit fertig. Soweit, wie wir halt mit dem bisschen Lehm kommen. Es hat, ist schon eine schöne Idee gewesen, dass ich hier mit Ziegelsteinen und Holzumrandungen gearbeitet habe. Aber um ehrlich zu sein, das verbraucht schon einen Haufen Rohstoffe, vor allem die vielleicht nicht so oft vorkommen. Zumindest nicht in meinem Inventar oder so. Deswegen bin ich auch hier ziemlich schnell aufgeschmissen. Aber so verbraucht man zumindest schön mal alles. Dass wir hier das Lager auch wieder neu befüllen können, ist ja das Nächste. Ah, komm ey. Muss ich dich fast rausreißen? Hilft ja nicht. Hilft ja nicht. So, ich habe noch die Eichenholzstüfchen. Dann kann ich ja hier den Boden weiterbauen. So, hier wollte ich so rüber. So. Dann machen wir hier mal den Deckel drauf. Ein bisschen zumindest. Soll doch schön langsam zur Vollendung hingehen. So. Natürlich bräuchte ich auch solche Steine nochmal. Habe ich natürlich aber wieder keine parat. Ach, ich lasse einfach mal die Lücke hier so offen. Dann wird das schon früher oder später. So, es wird schon wieder dunkel. Ich dürfte mich in mein Bett begeben. Wäre vielleicht vom Vorteil. So, natürlich muss ich die Kisten dann auch nochmal testen irgendwann. Ob die auch wirklich funktionstüchtig sind. So wie wir das gerne hätten natürlich. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. So, Schwertchen gezückt. Einfach mal vorsorglich, um nicht hier zu sterben. So, dann gehen wir am nächsten Morgen mal Lehm suchen. Wohl oder übel. Das müssen wir wohl. Jetzt werde ich aber kein Holz mehr haben, um mir überhaupt Dinger herstellen zu können. Ach doch, Stöcke habe ich noch. Stöcke habe ich noch. Da kann ich ja von Glück sagen. So, dann mache ich mir mal 2 Schaufeln noch. 2 habe ich ja, aber Steinschaufeln. So, und dann machen wir mal das Inventar mit Lehm voll. Ah, ich habe hier die Stöcke schon wieder hin. So, wo könnte man denn hingehen, um Lehm zu suchen? Da ist schon wieder eine Kuh ausgebüxt. Sieht zumindest so aus. 2 sogar. Was soll denn der Scheiß? 3 sogar. Was geht denn hier ab? Die Flüchtlinge. Ui, der ist aber schön hoch geworden, der Tropenholzbaum. So, hier war doch irgendwo ein Wald. Kann ich mich irgendwann recht entsinnen? So, ich habe auch den Tipp bekommen, dass ich Glück entscharten soll auf Dingenskirchen, auf eine Spitzhacke. Da hat man mehr Glück auf mehr... Bist du? Bist du Erde? Oder die Wassertextur ist mir zu militant. Ja, das ist alles Erde. Oh Menno, hier war ich glaube ich schon mal und habe Lehm abgebaut. Das ist natürlich unvorteilhaft, wenn man hier schon wieder alles abgegrast hat. Ah, mein Läppi wird heiß. Ist ja fast schon eine Anstrengung, hier die Leertaste zu halten, weil es hier so heiß wird. Ja, ist halt momentan auch nicht so easy. Ich muss jetzt schaffen, 3 Wochen aufzunehmen. Und das in 2 Wochen. In einer Woche, muss man sagen. Da ist natürlich viel zu tun hier. Deswegen läuft mein PC eigentlich fast komplett durch. Außer, dass er sich mal wieder kurz regenerieren darf. Mache ich einen Neustart und so. Aber zum Besten ist es auch nicht wirklich. Vor allem bei der Bullenhitze, wie ihm momentan ist. Dass dann der Läppi hier durchläuft, ist nicht so schön, ne? Da zieht er natürlich noch mehr Hitze. Anders könnte ich ihn ins Freie stellen, wenn es ein bisschen kühler wäre. Aber dem ist ja nicht so. So, wo finde ich jetzt Lehm? Hallo Hundis, ich habe keine Knochen für euch dabei, leider. Leider, leider, leider. Hätte ich euch dann direkt angeboten, die zu essen und natürlich mit mir mitzukommen. Ich
Ich bin ja der alte Hundefänger von Minecraft. Also, das muss schon. So. Ich muss echt unter Wasser gehen, dass ich sehe, ob das das ist, was ich brauche. Was ist denn das? Hä? Ist das Stein oder was? Kann ich hier nichts mehr abbauen? Was soll der Scheiß? Legen wir halt die ganze Scheiße trocken. Versuchen es zumindest. So, noch ein bisschen Sand hier. Das gibt's ja nicht. Wieso komme ich hier durch den Boden nicht durch? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ach so, das ist Stein. Das ist natürlich klar. Und wieso komme ich hier nicht rein? Ach, das ist Sandstein. Jetzt habe ich's. Da. Sieht man auch nicht aufs Erste, dass es sein Sandstein sein sollte. Naja, ich habe mal wieder kein Texturenpack gesucht, das ich eigentlich hernehmen, was ich eigentlich wollte. So, und dann hoffen wir mal auf guten Lebenssuche. Wäre cool, wenn man eine Taucherflasche craften könnte. So, hier ist alles so dunkel. Finde ich jetzt gerade. Alter. Das ist ja abartig, wie dunkel das hier ist. Aber hier ist aber auch kein Lehm drin. Das ist natürlich auch super. Da freut man sich ja direkt, dass man hier abgetaucht ist. So, ein bisschen was essen noch. Yummy. Tut gut. Tut not und gut. So, dann tauchen wir hier dann mal ab. Und hoffen da auf Lehm. Aua. Ah, tut immer so schön weh, wenn man hier irgendwo runterfällt. Ah, hier ist Lehm. Zum Glück kriegt man immer ein bisschen mehr hier raus. Als nur ein Block oder was. Hier geht noch mehr. Ein direktes Lehmvorkommen. Aua, aua. Muss ich auftauchen, Luft holen. So. Ab dafür hier nochmal rein. Ui, da ist noch mehr Lehm. Ich höre einen Zombie, wieso auch immer. So, aber jetzt ist hier Aledikede. Aledikede ist hier. So, gucken wir hier mal weiter. Mal weiter, um hier Lehm zu buddeln. Also mal. Ja, bei solchen Sachen ist das echt komisch. Dass man die echt nicht findet, wenn man sie sucht. Ich glaube, da unten ist Lehm. Nee, ist es nicht, ist nur Sand. Weil wirklich, wenn man es drauf anlegt, findet man das Zeug nicht. Wenn man es nicht drauf anlegt, findet man es in Massen. Das ist natürlich scheiße. Ist nicht unbedingt vom Vorteil. Das Phänomen habe ich aber ja komischerweise immer. Wenn ich es auf irgendwas drauf anlege, dass ich suche. Ich finde es einfach nicht. Da ist mir Minecraft nicht hold. Da denkt sich Minecraft, nee. Nicht mit mir. Zumindest nicht wirklich. So, hier ist noch Lehm. So, ich schwimm dagegen an. Du schaffst es. So, da noch ein bisschen. Lecker Lehm. Da nehmen wir lieber ein bisschen mehr mit, falls wir noch irgendwelche Spinnereien hier bewerkstelligen wollen. Weil lieber haben wir zu viel dabei und können uns dann so richtig ausspinnen, bevor dass wir zu wenig haben. Und dann müssen wir hier andauernd schon wieder nachgrabbeln. Das ist natürlich super. So, zack. So wird das natürlich was. Na, komm, mir geht die Luft schon wieder aus. Komm, steig höher. Nicht verrecken hier. Luft geholt. Und ab dafür, hier im Wasser braucht man natürlich wieder ein bisschen länger hier zum Abbauen. Mann, die Dunkelheit nervt. So, alle einsammeln und auftauchen so schnell wie möglich. Aua. Ohne jetzt so viel Schmerzen zu erlangen. Eine Wasserflasche, Luftflasche wäre natürlich cool. Sehr cool sogar. So, ein bisschen regeneriert auch noch. So, wir müssen spätestens bei 2 Luftblasen oder 3 Luftblasen müssen wir hier auftauchen.
weil der Weg zu weit ist. So, komm hoch, 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 hoch. Na, komm, ey. So, zum Glück kann er während dem Essen schwimmen. Ist normalerweise nicht empfehlenswert.